Okay, und warum leuchten sie dann? Es ist doch kein Wind hier vorhanden. Aha. Nein, der Käfig ist sicher verschlossen. Irgendjemand scheint davon auszugehen, dass man versuchen könnte, das Phosphos zu stehlen. Ich würde es mir ja nur mal kurz ausleihen. Tja, ein Schild, wo drauf steht: Zum taumelnden Phosphos. Zum taumelnden Phosphos. Warum es wohl taumelt? Tja, man weiß es nicht. Das hängt zu hoch. Außerdem brauche ich gerade kein riesiges Schild. Okay, aber eine Tafel vielleicht. Heute Kieferbrecher für Aspiri. Das hier muss ein Zahnarzt sein. Geht nicht ab. Irgendwer muss es hier festgenagelt haben. Die Bar können wir nicht gehen, oder? Können wir doch reingehen? Wir können reingehen. Wir laden. Oha. Ein schlafender Gast. Der kommt wohl öfter hierher. Eigentlich geht er nur nie. Okay. Hallo? Er lächelt im Schlaf. Er scheint glücklich zu sein. Herzchen, der ist betrunken. Oh. Tja, Kisten. Schauen wir sie uns an. Was steht da? Inhalt absolut tödlich. Serviertipp mit Zitronenscheibe und Schirmchen als Cocktail ein Hit. Sollten wir mal anfassen. Nein, ich trinke nichts mit einem Totenkopf auf dem Etikett. Den Fehler habe ich schon mehr als einmal gemacht. Aha, interessant. Eine Ein Kandarube. weiterer Sünder, der von den Basilen versteinert wurde. Was er wohl angestellt hat? Und jetzt als Garderobenhaken jetzt keine Ahnung benutzt. Nein, ich denke, der arme Kerl hat genug gelitten. Als Garderobe benutzt. Eine Spinne. Können wir nicht anfassen. Bunte Flaschen. Was da wohl drin ist? Komischer Saft. Sehr komischer Riech Saft. doch, das riecht wie etwas, das jederzeit anfangen könnte zu brennen. Na dann. Ein Wulff. Das ist der mit Abstand hässlichste Kanarienvogel, den ich jemals gesehen habe. Hund. Katze? Was spielen wir gerade? Ach, Schätzchen. Können wir Na, darüber was bist du denn reden? für ein Kleiner? Kann ich dich mal streicheln? Er scheint beschäftigt zu sein. Okay, kein Wulff streicheln. Ein hübsches Gemälde. Wow, das ist die Bardame. In Sie welchem? sieht wirklich hübsch aus. Es ist faszinierend, was die Zeit Frauen antun kann. Aha. In was für einem Club sind wir hier? Nein, Wo das sind ist wir gerade nicht der richtige hineingeraten? Zeitpunkt für sowas. Okay. Ein weiteres Phosphos. Können wir mit der Bardame reden? Bardame. Das muss die Bardame sein. Ich habe noch nie so Bardame. eine Asposerin gesehen. Eigentlich habe ich im Kloster überhaupt noch nie eine Asposerin gesehen. Tja, wann das verdienen mag. Hallo, leiten Sie dieses Etablissement? Keine Ahnung, Schätzchen, aber mir gehört auf jeden Fall die Kneipe hier. Wie wär's denn mit einem Kieferbrecher? Einem was? Ein Likör. Klingt schmerzhaft. Spezialität des Hauses. Danke, aber lieber nicht. Dann vielleicht ein Schädelknacker? Klingt noch schmerzhafter. Mandraströmer? Klingt alles recht gewalttätig. Gewalttätig? Du meinst wohl leicht entflammbar, Schätzchen. Ja, du siehst aus, als bräuchtest du ein paar Haare auf der Brust. Danke sehr. Ich trinke ihn später, falls ich vorhabe, mich umzubringen. Alles klar. Wir können jetzt noch befragen zu Laura, zum Wolf und zum Windmensch. Ich glaube, wir reden Tschüss. erstmal. Ja, wir Pass reden auf hier dich erstmal. auf, Schätzchen. Wir kommen gleich nochmal wieder. Wir gucken uns erstmal um hier. Beim Kaugummiautomat. Da sind viele bunte Kugeln drin. Ich habe das Gefühl, dass sie mich anschauen. Aha. Man muss eine Münze einwerfen. Die wir nicht haben, oder was? Okay. Da auf dem Schild steht Otilus Starter Pilot Aspiri. Für Aspiri. Er sieht Aha, aus, okay. als wäre er öfter hier. Da scheint die Währung nicht zu sein.
Nein, ich lasse ihn lieber in Ruhe weiter, was auch immer er da tut. Aha, nur Windmönch. Wow, ein echter Windmönch. Was für eine Ehre. Was tut er denn da? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er trinkt Alkohol und betreibt Glücksspiel. Tja. Gut, dass wir es besser wissen. Mal sehen, wie das funktioniert. Man wirft Geld rein und zieht an dem Hebel. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Nein, der wird gerade benutzt. Und außerdem kann ich meine Zeit nicht mit Spielen vergeuden. Ich muss das Mädchen mit der Taube finden. Nein, natürlich nicht. Lass mal verlassen hier mit Windmönch. Windmönch reden. Hallo? Wow, ich wieder fast seid doch mal Leos, der Windmönch der Täler. Ah, was so... Basilen, seid ihr es? Nein, ich fürchte, ich bin nur ich, Robert. Ich freue mich so, euch einmal persönlich... Okay. Gibt es einen Grund, aus dem du störst? Natürlich zuerst der Automat. Was tut ihr denn da? Ich meditiere. Es sieht aus, als würde es Spaß machen. Spaß? Wenn es Spaß machen würde, hätte es doch nichts mit Religion zu tun. Aber was... Suche nach Erleuchtung. In dem Spielautomaten? Ja, nun ja, bis mich die Erleuchtung findet, ist es sicher kein Vergehen, die Zeit ein wenig zu... Bis mich die Erleuchtung findet. Stimmt, macht Sinn. Irgendwie. Aber was hat Glücksspiel mit Erleuchtung zu tun? Es gibt viele Arten der Meditation. Glaub mir einfach, das besänftigt die Basilen. Aber Conroy besänftigt sie. Mit Meditation und Disziplin werde ich die... Bist du noch da? Ja. Wo war ich gerade? Ah ja, ich werde diese heilige Kutte wieder mit Würde Wurzelwachs. Das war mein letztes Geld. Ja. Ach, eine Runde noch. Conroy und Basilen. Aber erstmal. Also, wie genau funktioniert das mit der Erleuchtung? Dein banaler kleiner Verstand könnte er sowieso nicht fassen. Jawoll! Highscore! Odilie, noch ein Bier! Ah, okay. Aber warum glaubst du, dass es die Basilen besänftigt, wenn du an einem Spielautomaten sitzt und Bier trinkst? Die Basilen sind unergründlich. Und jetzt hau endlich ab und lass mich trinken, meditieren. Okay, da haben wir jetzt alles gefragt dazu. Bevor wir zur Sache kommen. Habt ihr keine Angst, dass euch die Basilen hier versteinern? Und wenn sie es tun, so habe ich es wahrscheinlich verdient. Ich bin mir sicher, dass das mit den Basilen nicht allein eure Schuld war. Natürlich war es meine Schuld. Ich muss nur noch herausfinden, was ich getan habe. Aha. Weiß Conroy, was ihr hier macht? Ja, nicht direkt. Es wäre auch ganz nett, wenn das so bleibt. Du verstehst, was ich meine. Was soll so bleiben? Genau. Was denn? Das ist die richtige Einstellung. Welche Einstellung? Wir verstehen uns. Wobei denn? Ich glaube nicht. Sehr gut. Was ist sehr gut? Ich glaube, er versteht ihn nicht. Ich könnte Conroy fragen, ob er euch hilft. Nein, danke. Ich will seine Zeit nicht verschwenden. Conroy hat viel damit zu tun, die Basilien zu besänftigen. Ja, sie sind wirklich ziemlich schnell sauer. Hätte ich gewusst. Ich habe zwar hier noch keine gesehen, aber... einen anderen Job gewählt. Okay. Das kannst du mir glauben. Kein Basilen. Was soll's? Haben wir noch nicht gesehen, aber muss ja nicht heißen, dass sie nicht existieren. Ach, du meinst ja. Laura? Ja, die besucht mich hier ab und an in der Bar, bringt mir gelegentlich einen Wurzeltee mit. Nettes Mädchen. Merkt auch, wenn sie stört. Sie hat Conroy bestohlen. Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung, die du da aussprichst. Die arme Seele hat den rechten Pfad verlassen und... Wenn sie den Pfad verlassen hat, wo kann ich sie dann finden? Selten habe ich einen so unspirituellen Wurzelkopf wie dich kennengelernt. Uninspiri... was? Ach, vergiss es einfach. Okay. Also, weißt du, wo sie ist? Ich habe dir gerade gesagt, dass sie den Pfad verlassen hat.
Wo sie hin ist, weiß ich nicht. Der Pfad. Müssen wir den Pfad finden. Gut, ich gehe jetzt. Gleich, gleich. Nur dieses eine Spiel noch. Wir werden jetzt Pfadfinder, damit wir den Pfad finden können. Reden wir nochmal mit der Bardame. Hallo nochmal. Schätzchen, ich wusste, du kommst zurück. Wie kann dir die alte Ottilie denn helfen? Sag mal was über den Wulluf. Oh, ein kleiner Wulluf. Ja, süß, nicht wahr? Ich habe ihn angeschafft, nachdem mein letzter Ehemann weg war. Er frisst und schläft den ganzen Tag. Man merkt keinen Unterschied. Euer Ehemann? Wo ist er denn hin? Er wollte abhauen, aber weit ist er nicht gekommen. Wie meint ihr das? Er steht da vorne. Du erkennst ihn an seiner langen Nase und dem Kleiderbügel. Oh, das tut mir leid. Ja, seit der Versteinerung ist er einfach nicht mehr derselbe. Tja. Der Mann da am Automaten ist ein echter Windmönch. Könnt ihr das glauben? Einer von den großen drei. Der da. Die alte Kneifzange kommt oft hierher. Wenn du mich fragst, ist es eher eine große Null. Aber fühlt ihr euch nicht geehrt, dass ein echter Windmönch hier bei euch verkehrt? Puh, als wenn ich das gebrauchen könnte. Ein Mönch in meiner Bar. Ich wundere mich sowieso, dass die Basilen hier noch nicht vorbeigeschaut haben. Sollten sie? Haben sie etwa gesündigt? Weißt du, Schätzchen, früher lagen mir die Männer reihenweise zu Füßen. Ob du es glaubst oder nicht? Okay, dann glaube ich's nicht. Erzähl mir mehr. Sitzt er denn wirklich jeden Tag hier und spielt? Ach, als der alte Trottel seinen Windbrunnen verloren hat, ist er dem Glücksspiel anheimgefallen. Den bekommst du nicht wieder auf die Reihe. Da verwette ich meinen Straps drauf. Den Straps? Was ist ein Straps? Glaub mir, Schätzchen. Wenn du einen siehst, wird dich nicht interessieren, wie sie heißen. Warum nicht? Ach, vergiss es. Da kommst du schon noch selber drauf. Wo drauf denn? Vielleicht doch nicht. Alles klar. Haben Sie ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Sie heißt Laura. Ach, Herzchen, ich sehe eine Menge Leute. Warum suchst du sie denn? Sie hat etwas, was mir gehört. Das kann ich mir vorstellen. Tut mir leid, Schätzchen, ich kann dir da nicht helfen. Okay. Tschüss. Pass auf dich auf, Schätzchen. Mach ich doch. So, ich würde aber eine kleine Aufnahmepause, eine kleine Streampause hier gerade machen. Ich bin saumüde. Bevor ich einschlafe wie er hier, mache ich mir einen kleinen Kaffee. Kurze Kaffeepause daher. Bis gleich. So, let's go. In der Bar sind wir fertig. Oh, den Drehstuhl können wir noch anschauen. Dieser Drehstuhl hat schon bessere Zeiten gesehen. Ein Trink vielleicht für dich? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Tja. Vollkommen eingerostet. Vielleicht. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Ah, okay, dann Bar verlassen. Hinaus mit uns. Kleiner Junge. Ach, der kleine Junge spielt. Ich habe früher immer Flucht aus dem Palast gespielt. Conroy hat sogar mitgespielt. Ich habe nie gewonnen. Aha.